mit Kultur und hiermit wieder die Pforten geöffnet. Und ich darf, und das zeichnet mich aus, vor diesem wunderbaren Publikum hier und auch zu Hause die Gastgeberin spielen. Das ist doch was Wundervolles, ja. Ja, mir persönlich gefällt es richtig. Ja, habe ich richtigen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man so Gäste hat wie heute, die oft das Fernsehen scheuen, warum auch immer. Ja, sie spielen zwar überall, aber im Fernsehen sind sie selten zu sehen. Der Johannes Grisch und die Stefanie Werger kommen her. Üblicherweise täten sie ja schon da sitzen, aber ich weiß überhaupt nicht, auf was warten wir eigentlich noch. Ha? Auf die raus aus dem Wald. Oder so. Na? Ah? Also nach sofort. Jenny, komm raus aus dem Wald. Ein Lied, das alle Menschen damals schockiert hat. Ja? Jenny, komm raus aus dem Wald. Dieses Lied von Falco, 2017, wer nicht dabei war, ablädt. Ja? Am Donauinselfest 2017 wurde dieses Lied von der Falco Originalband auf der Hauptbühne von einem Mann gesungen, interpretiert. Da haben sie geschaut, ja. Und der ist ja wirklich Interpretator, Schauspieler, Film, Fernsehen, Burgtheater. Großen Applaus für Johannes Grimm! Johannes Grisch, ja. Für dich haben wir einen Gegenstand, der so groß, sperrig und arg ist, dass der gar nicht auf diesem kleinen Tischchen Platz gefunden hätte. Weil wir waren sehr übermotiviert beim Gegenstand, bei der Recherche. Muss ich mich jetzt fürchten? Nein, vielleicht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich Ihnen jetzt den Gegenstand, der für eine Geschichte von dir steht, jetzt gleich aus den Armen vom Johannes krieg. Tue ich mir da eh nicht weh? So. Nicht, dass ich da jetzt auf falsche Gedanken komme. Ja? Also bitte. Ja? Also, ich kann mich erinnern, ich habe mit dem Herrn von ORF3, wie wir den Gegenstand besprochen haben, haben wir gesagt, ich hätte gerne eine Reitgerte. Und das habe ich bekommen. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, Beitschalburm habe ich schon genug gespürt. Das kann man wohl sagen. Ja. Danke, lieber Johannes. Schau, nimm das Chlamydia, ich habe ein bisschen Angst. Oder? Ich danke dir. Wir sprechen uns später. Aber du kannst schon mit Reitgärten an sich gesetzt in der Fürcht mich vor dir. Ja, ich kann. Ja, kannst du umgehen, ich oder? Ich kann mit Gärten sehr gut umgehen, ja. Und mit Reitgärten, weil du so ein Pferdenarr bist, aber die ja. Kleiner sind üblicherweise, oder? Kennt ihr es mir? Nein.
Die wirkt mich schon. Nein, die gehört nicht her. Schade. Ja, aber du bist ein, das glaubt man im ersten Moment gar nicht, wenn man sich Menschen vorstellt, die sagt, ich reite gerne und habe gerne Pferde und das, ja. das habe ich gern. Dann denkt man sich normalerweise immer so 17-jährige Mädchen, die dann so freiwillig in den Reitstall gängen. Na, die warum glaubst du gehen Reitstall? Nein, Spaß ohne, nein. Ja. Ich reite wirklich sehr gern und bin quer durch Irland geritten in meiner Jugend. Muss noch jetzt nur ein bisschen zurückschrauben, weil mein Kreuz, das nimmer mehr so. So eine Bandscheibenpartie. So ähnlich, ja. Nicht mehr so schafft wie früher. Ja. Aber meine Töchter wollen das jetzt auch gerne machen und ich werde ihnen assistieren. Ein Pony kaufen. Genau, ein Pony kaufen. Ich werde ihnen einen Pony kaufen. Ja. Dieses Reiten habe ich immer gedacht, das heißt, du hast das als Kind schon gemacht, weil ich immer gedacht, vielleicht... Nein, ganz spät angefangen. War spätberufener. War das so eine Grundidee wie Schauspieler, dass man sagt, ich werde Schauspieler, was musst du erkennen? Fechten, Reiten, weißt du, das waren so diese alten Tugenden, da habe ich mir gar nicht den Kopf darüber zerbrochen. Schauspielerei war vorm Reiten eigentlich dran bei mir. Ich wollte Schauspieler werden und dann habe ich erst die Liebe zu den Pferden entdeckt. Also mit 3 wollte ich Schauspieler werden und so. Und da habe ich dann auch schon so Gedichte aufgesagt. Und mit 4 habe ich dann mich für Pferde begonnen zu interessieren. Ich finde es schön, dass du das alles noch so gegenwärtig hast. Ja, total. Und damals in der Brawitzka-Gassen hat es die alte Frau Wieser gegeben. Die hatten ein Pferdetransportunternehmen und die haben immer die Lipizzaner geführt zu ihren Auftritten. Und die hat mir dann meine erste Reitstunde verschafft, weil sie mich so entzückend gefunden hat, das Kind. Ich muss ein unheimlich entzückendes Kind gewesen sein. Und hat mir dann eine Reitstunde geschenkt. Das werde ich nie vergessen. Und so weiße Reithandschuhe. Wirklich? Ja, aus Kalbsleder waren die. Und mit denen habe ich dann Cowboy und Indianer gespielt. Mit diesen Handschuhen. Ja? Und warst du damals schon lieber eher dann der Schurke? Nein, ich war ja immer der Böse. Ja. Ja. Das ist dir in die Wiege gelegt oder woher kommt das? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ja. Weil du hast ja auch von Vaters Pflichten her einen ordentlichen Beruf erlernt. Ja. Du und wir dürfen gern diesen Namen mit dir in einer Linie nennen. Du und Harrison Ford, ihr seid Tischler. Das ist richtig. Ja? Ja. Du hast das gelernt. Das ist richtig. Ja, ich bin ein Tischler gewesen, ja. So wie mein Vater, ja. Mein Vater war ein Tischler gewesen. Und ich habe dann, wie es darum ging, sich zu entscheiden im Leben zwischen Koch und Tischlerei, habe ich mich für die Tischlerei das entschieden. Coolere, ja. Weil ich diesen Geruch, wenn ich meinen Vater aus der Werkstatt abgeholt habe, das war großartig. Die Hobelspäne und der Leim und der Lack und so. Und das also das Material war es. Das war es eigentlich, ja. Und hat sich aber nicht sehr viel geändert, weil wenn du eine Rolle annimmst, ist es so, wie wenn du ein Stück Holz bearbeitest. Ne? Und einen Hove scharf machen kann ich. Das hast du gelernt in der Lehre. Ja. Aber deine Liebe zum Theater wurde schon geweckt, irgendwie mit Mama im Theater an der Jugend gewesen. Ja. Schuld daran, dass ich diesen Beruf erlernt habe, war eigentlich Professor Herbert Prikopa. Schau. Ja. Ja. Ich gebe es jetzt endlich zu, ich konnte es ihm persönlich nie sagen, wollte es ihm immer sagen, aber habe es dann nicht gemacht und jetzt ist er leider verstorben. Aber er war schuld und der hat damals im Theater der Jugend, hat er gespielt, Amaluk und Peppelbein hieß dieses Stück und er hat den Bösewicht gespielt, nämlich den Peppelbein und er ist immer aufgetreten, war ganz in Schwarz gekleidet und hat immer gesagt, hier riecht's nach Amaluk. Und das hat mich so fasziniert. Und auch der Geruch, der da runtergeweht ist von der Bühne. Und da habe ich gewusst, das muss ich mal machen. Und
trotzdem mit 15 das erste Mal, wenn das stimmt, das Burgtheater betreten mit der damalig großen Liebe und dort dann... Sag mal, woher warst du das alles? Und dort war es da dann aber relativ fad eigentlich. Also der erste Burgtheater... die erste Burgtheater-Erfahrung war fades. Nein, es dürfte, glaube ich, nicht an der Inszenierung gelegen sein, sondern ich glaube, ich war damals schwer verliebt und habe halt keine Augen gehabt für das, was auf der Bühne stattfindet. Das ist ganz normal, ist nicht, wenn man den Hormonschub hat. Das ist so, ja. Das heißt, damals war die Aufmerksamkeit auch schon ins Publikum gerichtet. Nein, nicht ins Publikum, sondern eher zu meiner Partnerin. Diese eine im Publikum. Und ich weiß noch, dass wir Dantons Tod gesehen haben. Und das war, ja. Ja. Hat sich dann aber doch auch geändert? Ja, wir sind dann sehr lange im Volksgarten verblieben. Es hat einen schönen Abschluss gefunden, dieser Abend. Wir sind in der Pause gegangen. Wir mussten beide früh zu Hause sein, sind in der Pause gegangen, ich gebe es zu. Und die Kindfresken und so, das hat uns schon beeindruckt, aber der Volksgarten war uns dann lieber. Der ist auch schön. Ja. Also es war Frühling oder Sommer? Es war Frühling. Und das Burgtheater war dann aber nicht Fahrt für dich für alle Ewigkeiten, sondern du warst ja dann quasi im Kellertheater, hast wahnsinnig viel gespielt, hast Ausbildung gemacht, hast alles, nehme ich mal an, so Nummern interessiert, was auf dich zukommt. Naja, das hat sich dann so ergeben, nicht? Ich hab für einen Freund, der Regisseur ist, der in Vorarlberg das Kick-Theater leitet, der Augustin Jag, habe ich ein Bühnenbild gemacht. Als Tischler? Als Tischler, genau. Ja. Und so bin ich eigentlich ins Theater reingerutscht. Es war eine Grazer Produktion, die hieß Dritter Klasse. Und da habe ich das Bühnenbild gemacht und da musste ich wirklich gleich ins Wasser hupfen, weil wir da angekommen sind, war niemand da. Also ich habe dann müssen einleuchten und habe auch alles selber aufbauen müssen. Und dann kam der Lichttechniker und hat gesagt, oben bin ich übrigens nicht da. Das musst du machen. Und ich hatte keine Ahnung von Computerpulten und so weiter. Und der hat mir einen Crashkurs gegeben auf diesem Pult. Und ich habe das alles mitgeschrieben. Und am Abend war so ein schweres Unwetter, dass der Blitz eingeschlagen hat. Und es war Black. Wirklich? Es war absoluter Black. Und ich hatte totale Panik, nicht mehr gewusst, wie es geht. Und irgendwie ist es mir dann gelungen, in meiner Verzweiflung doch noch Licht zu machen auf der Bühne. Bei der Premiere und am Schluss haben dann die Leute gesagt, gerade bei der Stelle, wo es so finster war, ein großartiger Regieeinfall. Ja. Und, das hat er gut gemacht, der Christ, aber schon eingemengt, quasi unabsichtlich. Und so bin ich ins Theater hineingerutscht und habe dann Theater beim Auersberg vorgesprochen, für Klassenfeind damals, wurde genommen und seitdem spiele ich Theater. Musste dann natürlich auch diese Prüfungen machen, weil sonst wäre ich noch immer ein schlecht bezahlter Schauspieler. Und, also man braucht auch da seine Wisch. Ja, aber man braucht seine Wisch. Also man muss dann Du musst den Wisch, heute wahrscheinlich nicht mehr. Nicht? Ja. Heute läuft ja sehr vieles unter der Überschrift Darsteller. Aber ich bin ja kein Darsteller, ich bin ein Schauspieler und das ist der große Unterschied, nicht? Und damals war es eben so, dass die zu mir gesagt haben, egal ob du die Hauptrollen gespielt hast, wenn du keinen Abschluss hattest, bist du wirklich schlecht bezahlt worden. Mhm. Und das ist ja heute nicht so. Heute machen eben viele Darsteller, die keine Ausbildung haben, den Markt kaputt, weil sie mit dem Preis runtergehen und die Schauspieler müssen sie dann heute nach der Decke steigen. Aber ich will da jetzt nicht herumlamentieren, es geht uns eh gut. Wobei du ja gesagt hast, du kriegst eine höhere Gage, wenn du Hochdeutsch reden musst. Ja, je mehr Hochdeutsch, umso höher auch die Gage, ne? Selbstverständlich. das misst sich ganz gut. Ja. Und trotz alledem warst du von Anfang an auch natürlich interessiert, nicht nur Theater zu spielen, sondern auch Filmrollen anzunehmen, in Serien mitzuspielen. Der erste Auftritt war beim Tatort mit rosa gefärbten Haaren an der Seite von Georg Friedrich. Ja, genau. Da haben sie zwar gefunden, kann man sagen, war die Zeit, das war die Zeit, wo wir Klassenfeind gespielt haben. Ja. Das muss 86 muss das gewesen sein. Ja. Da haben wir 86. Und da haben wir im Klassenfeind gespielt und im Klassenfeind hatte ich so rosa-blau gefärbte Haare wie ein Papagei. Und
das konnte man nicht raus. Peppi wollten sie mir keine, also Perücke wollten sie mir nicht aufsetzen. Und dann habe ich gesagt, das verwendet man so, wie er ist, ein bisschen. Und das, deshalb ist, schaut das jetzt so aus, wie es ist. So, ist gut so. Orsulitsch habe ich dich gesehen damals, auch im Theater. Der Orsulitsch selber hat dich auch gesehen, wie du ihn selber gespielt hast. Ist das nicht komplett verrückt? Das war sehr schräg, ja, weil da habe ich auch sehr, sehr fleißig gearbeitet. Damit habe ich Boxen gelernt. Da bin ich 5-mal in der Woche bin ich zum Boxtraining gegangen für 3 Stunden am Abend. Da war ich richtig gut in Form. Also, das geht heute nicht mehr. Aber der Orsulitsch hat die Premiere gesehen und dann haben wir uns gemeinsam verbeugt. Und wie wir uns verbeugt haben, hat er zu mir gesagt, genau so war es. Natürlich ganz kurz angesprochen, natürlich, und wir haben viel über das Theater gesprochen, aber Hollywood-Revanche, die Oscar-Nominierung damals, war das verrückt? Quasi, ist das ganz anders, wenn man dort dann noch fährt zur Oscar-Verleihung und sich denkt, ist das wirklich so, wie wir uns das alle vorstellen? Ja, es ist so. Das war schon gewaltig und toll, dass man sowas erleben darf. Und man hofft natürlich insgesamt, nein, was soll man hofft nicht? Ich weiß, es wird nicht das einzige Mal bleiben. Gebt es mir noch ein bisschen Zeit. Rene va plus, Cottons Kapelle. Ja. Du hast irgendwann einmal gesagt, du möchtest gern mit Cottons Kapelle auf der Donauinsel auftreten. Ja. Das wäre doch was Schönes. Ja? Mhm. Letztes Jahr warst du zumindest einmal auf der Donauinsel mit der Falco-Geschichte. Ja, nicht mit der Cottons Kapelle, sondern mit den... Das heißt, das Musikerherz ist noch immer ein sehr, sehr, sehr großes. Ja, das schlägt sehr, sehr stark und ist gerade sehr dominant, muss ich sagen. Und wir wollen es natürlich schlagen hören, diese Dominanz. Ja. Du hast ja als gebürtiger Wiener was Klassisches ausgesucht, oder? Immer was Klassisches ausgesucht. Ja. Weil wir vorher auch über meinen Vater gesprochen haben, und der den Karl Hodenau so gern mochte oder noch immer mag. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil sich gerade in meinem Leben so Kreise schließen, nicht? Also ich habe bevor wir auf der Donauinsel gespielt haben, für Rabitsch, also für diese Musiker aus der Falco-Ding oder für Ambros und so, habe ich den Studiowagen umgebaut und so Flight Cases gegeben. Also alles, was mit Tischlerei zu tun hatte, habe ich, und jetzt haben sich die Kreise geschlossen, indem man mich eingeladen hat, auf der Donauinsel Genie zu singen. Und jetzt möchte ich einen Kreis für meinen Vater schließen, indem wir bei der heutigen Sendung ein Lied singen, das er sehr gern mag, nämlich den Herrgott aus Stahr. Und weil wir gerade da in Otterkring sind, glaube ich, passt das sehr gut. In Otterkring, endlich wird's gesungen. Herrgott aus Stahr, Johannes Grisch. In einem uralten Haus, im Hof in der Speckbacher Gasse, ist gelernt ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott aus Stahr ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und das Kind dort versteckt, meine Kindheit und meine Stolz. Denn die großen Kind war, auf die Steuern wird in Ohren, als Kiedrero Hedens mag stoßen. Herrgott aus Stahr, du nur allein, hast mehr als Bierbauch.
verstanden. Hast mein Besitz immer beschützt, bist wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt und unbekannt, den Kinderschmerzen zu groß. Herrgott aus Stamm, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr, und Otterkring hat sich verändert. Het wird überall gebaut, ja, das alte Zuhaus. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr oft noch raus, denn mein Mutter wohnt draußen, und wir so hingehen zu ihr. Da liegt ganz verlassen, Schlange auf der Straße, ein Stein, ein Herrgott von mir. Herrgott, ein Stein, du und wir zwei haben uns nur rechtzeitig gefunden. Hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund noch verbunden. Ja, ich drück den Arm und bieg die Zahn, sind deine Schmerzen groß. Herrgott, ein Stamm, du nur allein. Du warst mein einziger Trost. Johannes Gries! Heute ist ja die volle Österreicher-Sendung, oder? Gini, Herrgott aus Stahl, stark wie ein Felsen. Und es hat natürlich seinen guten Grund, warum wir stark wie ein Felsen spielen. Ja. Die Frau, die dieses Lied geschrieben hat, das die nächsten, sage ich, 3000 Jahre noch überleben wird. Eines der Lieder, die immer hier bleiben werden. Sie ist auch heute hier, nimmt sich Zeit für uns. Autorin, Kabarettistin, Songwriterin, Sängerin, ein herzensguter Mensch. Damen und Herren, empfangen Sie mit mir Stefanie Berger! Ist das nicht schön, wenn so ein Rockviecher Handybusse kriegt? Schau, hast du dir die Hand geküsst? Ja, alte Wiener Schule. Der Burgtheater, ne? Ohne Schlafzug. Wie sich's gehört. Ja, das ist mit dem Bart, muss man Abstand halten. Ja, also muss immer Abstand haben, beim Hand muss immer Abstand halten. So ist es. Hätten wir die Etikette geklärt, das heißt, die Etikette sagt natürlich auch mir, ich möchte dir etwas zu trinken kredenzen, also nicht die persönlich, sondern der Johannes, was würdest du gern trinken? Wenn es einen Wein hätte, wird ein bisschen gespritzter eigentlich. Ja. Und von dem man möglichst nicht blind wird. Johannes, würdest du bitte den Wein vorkosten, damit wir sehen, ob du blind wirst? Mein Arzt sagt, ich darf nicht schwimmen. Willst du auch noch was haben?
Sehr gern. Einmal. Me too. Okay. So. Wir haben für dich einen Gegenstand. Kennst du sowas noch? Schau mal. Irgendwie. Noten. Macht das so irgendwie Gefühle von früher? Ja. Ja. Du bist Klavierlehrerin gewesen, ganz. Ich war Klavierlehrerin. Also lange nicht, kann man nicht sagen. 4 Jahre waren es doch. Ich habe Kinder gehabt, die waren sehr talentiert und die waren meistens von den Bergen, aber das war in Köflach, habe ich unterrichtet. Die waren meistens so von Edelschrott, die waren sehr, sehr talentiert. Und die in der Stadt waren, so in Köflach quasi, das waren meistens die, die Klavier lernen haben müssen, zwecks Prestige. Wirklich? Ja, ja. Und wer ist länger blieben? Und blieben sind länger? Aber blieben sind länger die, die gezwungen worden sind wahrscheinlich, oder? Oder? Ja, müssen. Ja. Aber irgendwann hat es da dann gereicht, das zu machen, ich wollte auch immer Rock'n'Roll spielen. Und Rockmusik, das habe ich auch mal probiert, aber ein Kind motivieren wollen. So, die war, was, das war 10, 12 Jahre alt, weiß ich nicht, ein Mädel. Wollte sie motivieren, habe ein bisschen Rock'n'Roll gespielt. Dann kommt der Direktor ein und beschimpft mich auf das Schlimmste. Nein. Das ist eine Schule hier und kein Zirkus oder was weiß ich. Egal. Reden wir jetzt von 1905? Oder man, das ist ja Wahnsinn. War schon so ein bisschen, ja, die sind ja verrückt damals noch, oder? Aber, danke, danke, danke. Weißt du? Schau, nimm das mit, die Zeiten sind vorbei bei der Frau. Danke, ja. So, aber du hast es tatsächlich brav studiert? Klavier, ja, einige Jahre, doch, doch, doch. Geige? Geige. Und das tut weh, Geige zu üben. Das kann ich euch versprechen. Für die Ohren? Lagenwechsel. Das ist wirklich, meine Nachbarn haben die Mama nur nicht angesagt, weil sie so eine nette Frau war. Ja. Zwecks Körperverletzung oder so. Aber die Mama hat die Idee gehabt, dass die du Mama, Geige lernen sollst. Ich habe zur Mama gesagt, ich will Geige lernen. Ich war das erste Mal in einer Kindervorspielstunde mit einem Orchester. Und ich war so tief beeindruckt. Und wenn ich schnell für was brennt habe, dann habe ich es haben müssen. Ich will ja Geigen haben, ich will Geigen lernen und Geigen. Ich habe später bereut, hätte ich lieber Saxophon gehört oder irgendwas. Wäre schneller gehen. Aber ich war sehr talentiert. Ja. Ich habe sogar das absolute Gehör Zeit lang gehabt. Und da war ich schon stolz. Und einmal hat es mich geschmissen irgendwo in meiner wilden Art. Aber die Geigen habe ich aufgeholt. Alles hat fehlt. Der Geigen ist nichts passiert. Der Geigen ist nichts passiert. Ne? Also das Lied, ich möchte einmal einen Country-Western spielen, das hättest du ja keiner dann wahrscheinlich. Nein, eben nicht so. Nein. Gell? Also ich bringe ihn nicht zusammen. Also das war doch die steirische Gruve-Andere. So ist es. Aber sie haben es geliebt. Auf der Bühne habe ich es halt ausgezahlt, die Fiedel, und habe ich das gespielt, was noch geht. Klavier geht Geige, war dann aber da alles nicht so deins, sondern du bist dann... Klavier schon. Klavier ist mir später noch zugute gekommen, habe ich gern gespielt. Geige, das muss man dann wirklich, da muss man dranbleiben. Da musst du 4 Stunden am Tag mindestens üben. Und in der Hochschule, Musikhochschule, war es so, dass mein Geigenprofessor gesagt hat, ich bin eine Niete, wenn ich richtig geübt habe. Und wenn ich ein fauler Hund war, hat er gesagt, na bitte, warum nicht gleich? Wirklich? Ja. Ja, ich ihm nicht, er hat gesagt, Sie werden einmal in einer Bar enden. Und so war es dann auch. Da sitzen wir, da sitzen wir, da sitzen wir. Ja. Ja. Ein weiser Kerl, ein weiser Kerl. Aber tatsächlich war es so, dass du dann, nachdem du da als diese Lehrerschaft angetreten bist, dann aus deiner Pragmatisierung heraus gekündigt hast. Also deine Mutter, die hat die alles geheißen damals, oder? Ja. Die Mutter ist in Ohnmacht gefallen fast und gesagt, den pragmatisierten Posten willst du aufgeben wegen einer dahergelaufenen Band? Fürchterlich. Ja. Also fürchterlich, es hat, ich habe schon ein schlechtes Gewissen auch gehabt. Ja. Weil ich habe diverse Sachen geschwänzt, wie den Chor und die Orchestergeschichte. Und das habe ich geschwänzt, war mir so fad. Ja. Und dann haben sie mir ein Stipendium gestrichen. Ja. Ne? Bist nicht zum Chor gegangen. Bist bestraft. Und wir hätten uns das nicht leisten. Also meine Mutter nicht, mein Vater. Sie hat zwar alles für mich eh schon zusammengespart, weil ich komme nicht aus einer reichen Familie, sondern aus einer wirklich harten Arbeiterfamilie. Ja. Und ich habe ihr das hoch angerechnet, ich wollte sie auch niemals so enttäuschen. Aber die Enttäuschung wart ja nur das kurz. Das hat mir selber weh da. Aber ich war gefrasst damals. Ja. Ich bin in der Nacht gegangen ins Christel, das war so ein Lokal dort. Und da haben 3 Männer gespielt und ich glaube, und einen davon habe ich so vergöttert.
Ich habe mich fast Blut gemacht, wenn ich den. Ja. Ja, sie weiß es noch, so arg war das. Ja. Der gesungen wie ein Gott. Ja. Er hat aber nicht ausgeschaut wie ein Gott, für mich damals schon. Ja. Im Nachhinein betrachtet war er so irgendwie so ein zartes Würstel. Was macht er heute? Er ist tot. Oh. Schau her. Aber den hast du so angehimmelt und deshalb hat sie dann immer in die Lokale gezogen. Ja, es war dann der Satz mit nix, wie ich es ihm endlich gesagt habe. Ich habe geschwärmt für ihn, alles. Aber da habe ich das erste Mal erleben müssen, dass nicht alles reingeht von mir. Aber du warst dann wirklich mit mehreren so klassische Tanzbands damals in die. Das hat es damals noch gegeben. Ja, da warst du so zwischen 20 und 30 oder so. Oder? 20, ja. So zwischen 20 und 30, ja. In die 70er Jahre. Da hast du richtig, am Vormittag ist Kaffeekränzchen, am Nachmittag. Nein, das nicht, das aber so am Abend haben wir fast immer gespielt. Ja. Manchmal auch zum Tanztee, aber eher selten. Und es waren halt so Lokale, die manche waren toll, hat man gern gespielt, wo man halt auch seine Dinger singen hat können, die man selber geliebt hat, wie Killing Me Softly oder You've Got a Friend oder auch Janis Joplin Nummer. Und das war aber nicht so erwünscht. Die Leute wollten halt Una Paloma Blanca und den anderen Schatz. Ja, aber Una Paloma Blanca kennt das wahrscheinlich heute noch, wenn man die aufweckt in der Nacht. Nein, hast du gestrichen aus deiner... Ja, bitte, es gibt ein paar, ich bin diesbezüglich schon eine Schlagerhasserin. Ja. Ja, diesbezüglich. Ja. Obwohl es sehr charmante Schlager gibt. Das war ganz was anderes Neues heute, bitte. Ja. Huch der heute Schlager. Atemlos. Es war nur ein Scham drinnen, verstehst du? War ein Scham. Ja, da war nur ein Witz. Rotes Gummiboot. Ist keine große Kunst, ja? Ja. Aber lustig war es. Ja, Geschichte dahinter. Oder nett, oder was weiß ich, was alles gegeben hat. Dieses Spielen des Schlagers hat es trotzdem nicht verhindert, dass jemand die gesehen hat dort und gesagt hat, Moment einmal, mit der könnte man ja was ganz was anderes machen, wie mit Schlager. Wie war das Zusammentreffen? Das war die Nacht, wo ich eigentlich erfahren habe, dass die schon einen anderen Keyboarder sucht, der Orger. Ja, in der Zeitung inseriert. Ich habe nichts gesagt und gedacht, mir legt es. Und bin in mein Stammlokal gegangen und habe beschlossen, die Nacht dort zu verbringen, nichts los zu verbringen mit einem Glaserl oder mehr. Und auf einmal kommen 8 Wiener rein, in Völden am Wörthersee, in der Reblaus. Und die haben es dann vorher schon aufgefallen beim, wie hat der geheißen? Ach, ja, der Carsten, der ist auch schon gestorben am Herzen, egal. Der war im Schlosshotel. Und so Wiener, die schon aufgefallen sind, eher ungut. Und der, was am ungutesten aufgefallen ist, der hat so ein raucherlungenfarbiges Hauberl gehabt. Und hat so gemacht. Ich war an der Bar. Wenn das früher einer schon so gemacht hat, hätte ich ihm schon eine reingehauen, aber an dem Abend war es mir wurscht. Und er hat mir stundenlang zugehört und ich habe ihm stundenlang mein Leid geklagt, keine Ahnung, was der gemacht hat. Und später sagte er, ich bin Verleger, vielleicht können wir was machen. Sag ich, ja. Jo. Na klar, ich bring dich groß raus. Ja, das hat er nicht gesagt. Okay, okay. Ich habe gesagt, vielleicht können wir was machen. Okay. Es war mein späterer Entdecker. Ja. Also der Eide hat mich dort entdeckt und... Ja. Ich hab mir so zugehört. Wo findest du heute einen Mann, der da zugehört? Ja, meistens weg. Ja, oder mit Hintergedanken. Ja. Bleib sitzen, du. Schau, Moment. Wir haben ist ja einen gut. Mann, der uns zuhört. Ja schon die ganze Zeit ja hört uns zu. Sowohl. Aber es war dann tatsächlich so, dass quasi die Idee war, und mit dem bist du dann auch konfrontiert worden, ja. Mau, mit dir machen wir was. Ja, wir brauchen einen weiblichen Ambros. So, ja. Der Ambros hat gut funktioniert, wir brauchen einen weiblichen Ambros. Ich habe den Ambros seinerzeit noch nicht gekannt. Ich war immer in Deutschland und ich hab nur den Wecker gekannt und kann ihn wirklich typischen österreichischer groß und erfolgreich ja. waren. Und ich war immer in Deutschland, ne? Und dort hat man halt nicht so viel gespielt. Und so, wie ist der Ambros, denke ich, ich habe es nicht gesagt. Und ich denke, den muss man kennen. Hab dann eine Kassettenfirma gekauft. Und ich dachte, das ist schon witzig, was der macht. Das ist gut. Und dann hat er geredet von einem gewissen Prokopetz. Prokopetz. Und der hat die Texte gemacht und schon sind die alle in meiner geistigen Hochachtung gestiegen. Und denke ich mir, ja. Und ich habe
mir gedacht, der Prokopis sollte für mich schreiben. Hat er auch gemacht, 5 oder 6 Titel. Aber ich habe mir gedacht, am liebsten darf ich selber schreiben. Mhm. Und dann bin ich irgendwer gesagt, du brauchst eine Scheitelzirkelnummer zu mir, der Kiff wieder. Du bist eine starke Frau, du brauchst eine Scheitelzirkelnummer. Da habe ich gedacht, ja, mit dem Bett irgendwie gesessen und dann schreibe ich jetzt eine Scheitelzirkelnummer. Und rausgekommen ist, ich will dich spielen. Nichts mit Scheitel da. Ja, aber das hat viel Leute in Scheitel gesungen. Ja. Nämlich anders. Ja. Ja. Und dann habe ich meine ersten Lieder geschrieben, eben, ich will dich spielen, die nächste bin ich. Eigentlich die, die dann sehr viel gespielt worden sind im Radio. Und da war ich sehr stolz drauf. Ja. Und da bin ich mit der Mama in der Küche gesessen. Und die Mama hat dann gesagt, bei die nächste bin ich. Also, weiß nicht, so hätte ich das nicht gesagt. Mamas wollen sowas schon nicht, nein. Nein, aber sie war so stolz. Ja. Sie war so stolz. Das ist schön. Du wärst doch fast zum Song Contest gefahren. Ja. Zumindest haben sie das vorgeschlagen. Ich verstehe, dass du nicht zum Song Contest gefahren bist. Ich habe sehr gelacht, wie ich das gelesen habe. Der Herr Prokopitz hat einen Text geschrieben. Und bedeutungslos. Ja. Ich meine, wie kann man denn zum Song Contest mit einem Lied fahren, was heißt bedeutungslos? Schön. Ich meine, es ist ein netter Song, aber war vom Titel her ich war nicht. Auch wirklich zu unerfahren. Ich wollte denen nicht alle jetzt gleich einmal alles reinreden oder so. Aber sie haben dann eh beschlossen. Auch der Prokopis hat gemeint, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also, bereust du es heute nicht, die Erfahrung des Song Contests gemacht nein, zu haben? Nein, danke schön. Nein, danke schön. Danke, danke, danke schön. Ja. Und auch, dass ich nie ein Casting gebraucht habe. Ja. Danke schön, Herr Bollen. Ja, dein Casting war 10 Jahre Danceband, oder? Ich meine jetzt da zumindest. Das war kein Casting. Ja, der Schliff, den du brauchst, damit es dann du was... Du hast einfach die Hitparade auf für Obi spielen müssen und hast dann noch 2, 3, die dir selber gefallen haben. Und vor tanzenden Menschen, das ist so um 1, 2 in der Früh, haben noch so 3 Hanseln tanzt und haben sich überhaupt nicht interessiert für die Musik und haben dann Bussi, Bussi. Na, ist ja auch schön. Ist auch schön. Ja, ist doch ist egal, es war eine schöne Zeit für mich. Du hast ja ein Buch geschrieben, wo du genau dort aufhörst, wo du entdeckt wirst. Das finde ich ja sehr, sehr witzig, weil etwas das schreit ja nach einer Zugabe eigentlich, oder? Nein, ist das nicht? Nein. Das wollte ich nicht. Das andere weiß man eh. Also es geht bis zu dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich entdeckt wurde, die nächste bin ich. Ja. Herr Arming hat mich entdeckt, quasi in der Plattenfirma und hat an mich geglaubt und hat mich aufgebaut, bis ich ihn später verlassen habe. Das tut man nicht. So was tut man. Ja, aber nur damit man sieht, schau, so hat es ausgeschaut damals. So, war ich ein geiler Haus. Warte, ich tue gleich. Ich bin die Kamera. Da schaut. Wahnsinn. Ja. Ja. Blondes Haar. Oder? Er war damals schon gefärbt. Aber wirklich? Bitte, das Bild, gell? Ja. Haben wir aufgenommen mit meiner Kamera. So klar. Und da war hinten eine Sonne. Und ein Mond. Und Regen aufgeteilt. Und das war so. Hast du Eintrat? Und das war es. So schlecht war es. Und wenn du ein fescher Host bist, ist das auch. Ja, das ist Sonne. Sonne. Und stark wie ein Felsen. Die Entstehungsgeschichte von dem Lied ist ja eine sehr interessante. Da war ich doch schon einige Zeit am Markt und recht erfolgreich, schon mit Lust auf Liebe. Und dann kam das Erfolgreichste. Dem ging voraus, der Studiotermin war, glaube Ende Mai oder so. Und ich bin im September, hätte ich eigentlich schon müssen sämtliche Demos an meinem Kosten haben. Und wenn es nur mit Klavier gewesen wäre und zu wissen, die Texte, die Kompositionen, ich habe nichts gehabt. Ich bin wochenlang an meinem Schreibtisch gesessen und habe gesagt, jetzt ist vorbei zu mir. Jetzt geht nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, bin in die Stadt reingefahren, habe meinen Freund, der das ein Lokal geführt hat in der Innenstadt, auf dem Rudolfsplatz, so geh ob ich in Köller, hol einen gescheiten Wein auf. Und war mir wurscht. Und das hat dauert bis zum Mittag am nächsten Tag. Ja. Und dann habe ich einen Tag Haarweh gehabt, fest Haarweh. Und dann ist es aus mir rausgesprudelt. Ich habe somit meine Blockade gelöst. Und ich meine, Alkohol ist nicht gesund. Aber mir hat es geholfen. Ja, es ist stark wie ein Felsen, ist dem Wein geschuldet. Die Denkzettel stehen an. Seid ihr beide bereit dazu? Denkzettel, das ist die, schaut mal genau, wenn jetzt garstige Fragen kommen, ja?
Diese Herrschaften haben sich die einfallen lassen. Schau, echt? Ja, du brauchst nicht Fingernägel beißen anfangen, um Gottes Willen. Jetzt so, auf. Ja, bitte sehr. Wir fordern die Denkzettel mit einem großen Applaus und Johannes bringt sie uns. Danke, lieber Johannes. Ich bleibe hier bei euch, ja, und werde auch ganz komische aussortieren. Johannes Krisch, was würden Sie als erstes aus Ihrem Haus retten, wenn es brennt? Meine Familie. Das finde ich eine... Wird da nicht applaudiert mit dem... Hallo. Ich meine, da reagiert keiner. Ja, ja, ist komisch, ne? Ja, ist komisch. Was jetzt gesagt hättest, mein Anlage oder was? Ja, 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 ja. Ja. Das ist sehr, sehr verrückt. Ihr Rat gegen Liebeskummer, Stefanie Werger? In die Wüste schicken. Bevor ich mich selber zerfleische. Ja, sehr ja, gesund. Ich habe Liebeskummer gehabt. Ja. Ja, es hilft ja nichts. Und wenn er das zweite Mal gefragt hätte, hätte ich ja gesagt. Ich auch. Johannes Krisch, lieber Bösewicht oder Held? Bösewicht. Liebe Frau Werger, worauf schauen Sie bei einem Mann als erstes? Eigentlich ins Gesicht. Da steht so viel drin im Gesicht. Ja, auf seinen Schaben, vielleicht auf sein Lachen. Bei meinem bin ich eingefallen, bei meinem Karl-Heinz auf sein Lachen. Siehst du das? So soll es sein. In der ersten Nacht habe ich mir reingenäht. Ja? Weil er so lieb gelacht hat. Johannes Krisch, Ihr größter Versprecher, kannst du dir an irgendeinen richtigen Bock, den du geschossen hast, erinnern? Nein. Nein, du bist, nein. Ich glaube, bei dir passiert sowas gar nicht, oder? Das verschreist doch bitte nicht. Nein, ich habe es nur nicht vorgelesen. Ja. Hat er was gehört? Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Aber was haben wir denn da? Was haben wir da? Das sind sehr viele interessante Sachen. Stefanie Werger, mit welcher Berühmtheit auf einer einsamen Insel, wenn du dir jemanden aussuchen könntest, wen würdest du denn auf die einsame Insel mitnehmen? Wenn du der Anlage gab, den Zuckerrohr. Oh! Ja, ja, gute Wahl. Was sammeln Sie insgeheim? Weißt du irgendwer was? Getan. Ah ja. Na, die selbstgebauten nicht. Nein, natürlich nicht. Mehr. Also eine Frage noch. Das finde ich sehr super. Schrauben Sie Ihre IKEA-Möbel selber zusammen? Die Frage an den Tischler. Also entschuldige. Ich möchte eine andere Frage. An dem, der sie gestellt hat. Okay. Das ist ja unglaublich. Kriegst eine andere. Schauen Sie bitte einmal böse. Da muss aber ganz groß jetzt sein. Ja, ne? Eine große, sucht eine Kamera aus. Nein, nicht mich, da habe ich ja, so Angst immer vor dir. Nein, vor dir habe ich wahnsinnige Angst, wenn du böse schaust. Wirklich? Ja, ja, ja. Ich mag dich lieb. Danke. So, bitte sehr. Und was haben wir denn? Vielleicht können wir irgendwas für gemeint. Ah, das finde ich sehr. Das wollte hab ich eigentlich in meinem Buch drinnen gehabt. Hast du vom Thomas Breziner dieses Drachenschatz? Thomas Breziner hat dieses Kinder-Quiz. War das so eine Gewinnshow, Game-Show, würde der Amerikaner sagen, gemacht. Ja. Und da warst du der böse Zauberer. Ja, natürlich war ich der böse Zauberer. Da fragen die nämlich, waren Sie das wirklich? Nee, der gute Zauberer, das passt nicht zu mir, wenn der böse. Ja, das war schon ich. Ja, aber das war ein super Auftritt. Die Kinder haben sich, glaube ich, gefürcht ohne ja, Ende. Ja, ich habe leider keine Tantiemen ausgemacht. Ah, dann ist so oft wiederholt worden, ein Wahnsinn. Welchen Körperteil magst du bei dir am liebsten? Fragen wir das beide. Das ist wieder eine schöne Schlussfrage. Wie viel Meter nicht mich anschauen. Nicht, wärst du bei mir am liebsten für den Körperteil, sondern bei dir. Er schaut gegen Süden. Er schaut gegen Süden. Ja. Was für ein Körperteil hast du? Meine Nase. Deine Nase? Du hast eine schöne Nase. Frau Berger, welchen Körperteil magst du bei dir am liebsten? Das Hirn und die Kehle. Das finde ich wunderschön. Und die Kehle, ja, die Kehle. Danke, Johannes. Die Kehle wollen wir jetzt erklingen lassen. Stefanie Werger.
was the flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I feel an ease faded as my jeans. Bobby drank the diesel down just before it rained, and the road is all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my jet red bandana, playing soft while Bobby sang the blues. Yeah. Windshield wipers slapping times, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Trevor knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing on a bit of free. No, no. Hey, feeling good was easy, Lord, when you sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, my Bobby shared the secrets of my soul. To all kinds of weather, what everything we done, my Bobby baby kept me from the cold. I need some little snow, I let him slip away. Bobby looks at home, and I'll be fine. And I trade all my tomorrow for a single yesterday. Hey, Bobby's first baby next to mine. Freedom is just another friend for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby meant me. No, no. Hey, feeling good was easy, Lord, when you sang the blues. Was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. Just another bird for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. No, no. Hey, feeling good was easy, Lord, when you sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. Good enough for me and my Mackie. Yeah. Stefanie Berger. Stefanie Berger. Was für schöne Reise wir gemeinsam hier heute bei Denk mit Kultur. Ja, angetreten haben wir und jetzt ist auch schon zu Ende, die schöne Reise. Denk mit Kultur ist hier leider heute wieder zumindest für Sie vor den Fernsehgeräten zu Ende. Wir haben vielleicht noch das eine oder andere Achterl zu trinken oder die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass die Herrschaften da waren. Applaudieren Sie zu Hause auffällig für Johannes Griesch! Die wunderbare Stefanie Berger! Der Mann der Getränke, der Mann der Gärte.
Dieser Mensch heißt Ludwig. Und alle gemeinsam sind sie meine Band. Bang! Das nächste Mal sind wir gerne wieder bei Ihnen zu Hause. Es liegt nur an Ihnen. Schalten Sie uns ein oder diese Mediathek oder was da alles für moderne Schocken gibt, gell? Wir sind bereit. Denkt mit Kultur. Geht weiter. Ich möchte Ihnen aber heute noch eine gute Nacht wünschen oder einen guten Nachmittag oder einen guten Morgen. Mein Name ist auf alle Fälle Birgit Denk und ich sage auf Wiedersehen.